Ich grüße euch, Freunde des Entitos. Willkommen zu Dead by Daylight. Und heute bin ich mal mit Ada Wong unterwegs. Aber das ist egal, mit wem ich unterwegs bin und wo ich hier bin. Denn vor ungefähr 4 Wochen habe ich ein Video hochgeladen mit dem schönen griffigen Titel Was ist falsch mit euch? Und das kam sehr gut an, das Video. Ich habe auch noch ein paar Themen dafür in der Hinterhand. In dem Video habe ich quasi ein bisschen mal rumgemimelt. Was mir alles so in DBD so auf den Sack geht. Ja, einfach mal so richtig Dampf abgelassen, so rumgenervt, rumgeheult, da ja, das alles doof ist hier in Dead by Daylight. Und wie gesagt, das kam so gut bei euch an. Da gibt es jetzt einfach Teil 2 von. Und heute kriegen mal die Devs auch so ein bisschen ihr Fett weg. Ja, oh. Denn heute habe ich viele, viele Themen, die Devs betreffen. Ich wollte mich gar nicht verstecken. Betreffen. Und der erste Punkt, den ich mal ansprechen möchte, der mir eigentlich so richtig auf den Sack geht, ja, das ist die Tatsache, dass man sich selber vom Haken retten kann. Also versteht mich nicht falsch, ja, aber das nervt brutal. Weil diese Mechanik wird genau von zwei Art, also wird genau von zwei Leuten genutzt. Nämlich die ersten, die einfach nur rumtrollen wollen, ja. Und die zweite, gegen die ich nichts habe. Anfänger. Anfänger von oder in Dead by Daylight. Ja. Die vielleicht, die sich ja logischerweise gar nicht auskennen, werden dann festgehakt und dann steht da, versuche einen oder mache einen Fluchtversuch. Ich könnte kotzen. Und zwar im Strahl, Leute. Das kann man sich nicht ausdenken. Also erstmal ist es ja so, dass dieser Fluchtversuch ja so von Erfolg gekrönt ist, ja, es gibt gar nicht 4%. Man hat eine 4%ige Chance, sich selber vom Haken zu retten. Wow. Also 96% davon klappt es nicht. Sehr schön. Und wie gesagt, die Anfänger, die haben keine Ahnung, die wissen das nicht, ja, denen sei verziehen. Aber den Leuten, die das wegen, ja, ich trolle jetzt mein Team und oh, hast du nicht gesehen und ist mir egal. Ja, das geht mir auf den Sack. Das geht mir brutal auf den Sack. Und diese Funktion sollte es gar nicht geben. Ja, 4%, ja, sich selber vom Haken zu retten, das brauchst du so dringend wie ein Loch im Kopf, wenn du mich fragst. Nämlich gar nicht. Also, das kann von mir aus rausfliegen. Ja, wenn man das mit irgendwelchen Perks machen kann, wie Befreiung oder so, habe ich nichts gegen. Aber das einfach so als Standardding drin zu haben, ist absolut nervig, ist brutal anstrengend teilweise. Und wo wir schon zum nächsten Punkt für die Devs kommen, das Tutorial, ja. Also das Tutorial in Dead by Daylight ist optional. Lange Zeit wusste man nicht mal, dass dass überhaupt ein Tutorial existiert. Und vielleicht fragen sich jetzt manche von euch auch gerade, was? Es gibt ein Tutorial? Ja, gibt es und es ist super schlecht. Und erklärt dir einfach mal, ja, nicht viel, ne? Also es erklärt dir nicht das, was du wissen musst für Dead by Daylight. Also ich bin mir sicher, ich könnte ein besseres Tutorial machen für das Spiel. Safe. Es ist einfach, das sind die Dev, also es sind nicht mal die ganzen Bugs, die einen nerven, sondern es sind genau diese Sachen. Diese Sachen nerven mich brutal, ja. Dass man sich selber vom Haken retten kann und dass das Tutorial, gerade für Anfänger, ist das ein wichtiges Tool, ja. Das sollte, wenn man das Spiel neu kauft, installiert, sollte dann kommen, hier, spiel mal das Tutorial und nicht. Und wir haben ja eventuell da so an Dingen, dass man spielen kann, aber es erklärt dir eigentlich gar nicht alles so, was du zum Spielen brauchst. Es erklärt dir nur ein bisschen und das war's. Absolut nervig, verstehe ich überhaupt nicht, keine Ahnung. IG an der Stelle. Der nächste Punkt. Den wollte ich mir eigentlich für ein bisschen später aufheben, tatsächlich. Aber er wurde von euch unter dem ersten Video fleißig erwähnt. Ja. Sehr viele von euch haben mich auf Toxic-Spieler aufmerksam. Ja, Toxic-Spieler, also aufmerksam gemacht. Toxic-Spieler. Das ist schon ein Problem in Dead by Daylight. Ja. Es gibt sie überall. Es gibt sie in vielen Farben, Geschmacksrichtungen, etc. Hier, bitteschön. Aber
Warum wird man überhaupt zum Toxic Player? Was ist da los? Was passiert da? In erster Linie kann man unterscheiden, also unterscheide ich zumindest. Ja. Reste Mechanik läuft vielleicht weg. Also Toxic Player, es gibt die Leute, die es gibt halt die Leute, die gefrustet sind von ihren Spielen, die einen auf den Deckel gekriegt haben, dann irgendwann in eine Runde kommen und denken sich oder sehen, dass sie jetzt dominieren und dann werden sie toxisch. Und dann gibt es die Leute, die starten das Spiel und denken sich so, erstmal anderen Leuten richtig geil den Tag versauen. Und die gibt es sowohl als Survivor als auch als Killer, kann man leider nichts gegen machen, außer sie versuchen zu ignorieren. Aber eine Gattung der Toxic-Spieler ist super, super nervig. Nervt mich sowohl als Killer als auch als Survivor. Und das sind Survivor, die mit ihrer Taschenlampe meinen, betreiben dann einen Flutlichtstrahler. Oder sind in der Disco und machen hier die Partybeleuchtung. Es nervt mich als Killer, es nervt mich als Survivor. Als Survivor nervt es mich daran, dass diese Leute oder diese Survivor so gut wie gar nicht produktiv sind, ja. Sie laufen da round mit dem Killer durch die Gegend. Mancher von euch würde sagen, das ist doch produktiv, Kamera. Die denken ja den Killer ab. Ja, natürlich. Man kann in Ruhe dann ein paar Gens machen. Allerdings haben diese Toxic-Leute folgendes Verhalten. Sie provozieren den Killer. Klicki, klicki, Taschenlampe, bam, bam, bam. Laufen dann weg. Rounden dann wahrscheinlich mit größter Wahrscheinlichkeit noch genau zu dem Spot, wo du gerade am Reparieren bist. Und wenn sie dann mal vom Killer gedownt werden, dann haben sie zwei Verhaltensmuster, die sie fallen. Wenn man Pech hat, dann drücken die einfach Disconnect oder sie lassen sich mit Absicht am Markt sterben. Ich mag Taschenlampen-Survivor, die so spielen, einfach nicht. Klicki, klicki, bam, bam, bam und dann ist Ende im Gelände. Toll. Mag ich nicht. Ich kann als Killer absoluter Brainfuck und als Mit-Survivor bei mir mittlerweile auch. Ich kann diesen Leuten nichts abgewinnen. Dann dieses hier Teabaggen. Ja, blablabla. Also am Ausgangstor stehen, sich der Sicherheit gewiss sein. Der Killer kann mir gar nichts mehr. Ich komme hier raus, egal was der macht. Und dann nochmal richtig schön disrespekten. Was soll das, Leute? Braucht ihr das für euer Ego? Ist das so? Ich schwöre euch bei Gott, ich wünsche die Entwickler bauen eine Mechanik ein, dass die, dass der Entitus irgendwie alles am Ausgangsturm hier, Bloodborne in Space Kit, Leute, da bin ich dafür. Da bin ich dafür, wir packen Bloodborne einfach in Space Kit. Einfach um diese Survivor abzustrafen. Das wäre mal ein Change, Leute. Das wäre ein Change, den wir begrüßen. Als Killer auf jeden Fall. Bloodborne einfach in Space geht, Leute. Und dann haben diese T-Bagger Survivor gar nichts mehr zu lachen. Das war eine recht kurze Runde tatsächlich. Schade, schade, schade. Es ist halt schwer zu überleben und sich gleichzeitig über Sachen aufzuregen. Aber es gibt noch viel mehr Sachen, über die ich mich aufregen könnte und auch kann. Tatsächlich. Aber in erster Linie geht es mir darum, diese Haken-Mechanik, sich selber retten, geht mir tierisch auf den Dates. Das Tutorial ist absoluter Murks und überhaupt gar nicht aussagekräftig. Ich könnte auch mit über das Skill-Based Matchmaking anfangen und etc. etc. Leute, es gibt so viel Stuff. Ich könnte einfach steil gehen, pausenlos. Aber das soll es erstmal gewesen sein. War ein recht kurzer Teil 2, ich weiß, aber vielleicht kommt noch ein Teil 3, ich weiß noch nicht, ich muss gucken. Auf jeden Fall, Toxic Survivor gehen mir auf den Sack, die Hakenmechanik geht mir auf den Sack und ganz wichtig, das Tutorial ist Mist, Mist, Mist. In dem Sinne, liebe Leute, lasst ein Abo da, aktiviert die Jammerglocke, ich bin raus, bis denne und ciao.